herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe euch ja berichtet, dass ich die Pille abgesetzt habe und in dem Zusammenhang auch erzählt, dass ich regelmäßige Zyklus-Updates machen werde. Ich bin euch ja noch das Zyklus-Update von meinem zweiten Zyklus nach Absetzen der Pille schuldig und so viel sei euch schon gesagt, um ein bisschen die Spannung aufzubauen. Es ist wirklich ganz schön was passiert. Und wenn ihr Lust darauf habt zu erfahren, wie mein zweiter Zyklus nach Absetzen der Pille so war, dann bleibt gerne dran. Wearing light shoes, walking down the shore, diving head first down to the ocean floor. Your dark brown eyes reflect fireflies, living bright nights, getting me high on life. Ihr Süßen, ne? Ihr wollt gar nicht wissen, wie ich hier schon wieder sitze, ne? Da könnt ihr mal zweimal, nee, dreimal dürft ihr raten. Schreibt es mir in die Kommentare, wie ich hier gerade sitze. Richtig! Ich sitze hier wieder im Schlüpper. Also Oberteil habe ich noch an, sieht man zwar nicht viel von, aber das ist auch bauchfrei, weil es mir einfach viel zu warm ist. Zum Glück geht die Kamera bloß bis hier, ne? Dann bleibt euch alles weitere an Übel erspart. Ehrliche Festkleber am Stuhl, würde ich sagen, wir legen einfach mal los. Ich hatte euch ja in meinem letzten Zyklus-Update berichtet, dass der letzte Zyklus einfach ein hammergeiler Zyklus war. Es waren 29 Tage, was für mich echt, also das ist mehr als ein Vorbildzyklus. Ihr wisst ja vielleicht, habe ich euch auch schon erzählt, kann ich euch mal am Ende dieses Videos verlinken, dass bei mir der Verdacht auf PCO besteht. Da ich teilweise zumindest sehr, sehr lange Zyklen habe, sehr, sehr unregelmäßige Zyklen habe und einfach, ja, grundsätzlich irgendwie so manche Dinge auch im Ultraschall auf das PCO-Syndrom hindeuten könnten. Hundertprozentig bewiesen ist es noch nicht, da meine Hormonwerte im Blut alle komplett unauffällig sind. Es war ja damals beim Kinderwunsch schon so, dass die Hormonwerte völlig unauffällig waren und wir haben ja immerhin 10 Übungszyklen gebraucht und in dieser Zeit wurden auch immer wieder die Hormonwerte überprüft und sie waren immer vollkommen in Ordnung. Man muss natürlich schauen, wie das jetzt im weiteren Verlauf ist, wie sich das jetzt weiterhin entwickelt. Eins kann ich auf jeden Fall sagen, dass dieser zweite Zyklus nach Absetzen der Pille alles andere als vorbildmäßig gelaufen ist und ich teilweise wirklich schon wieder echt blöde Gedanken in meinem Kopf hatte. Ich hatte euch, ich glaube, das war in meinem letzten Vlog sogar noch mitgenommen, einmal beim Ovulationstesten. Ich nehme immer die von Clear Blue und finde die auch ganz toll. Ja, ich blende jetzt hier Werbung ein, weil ich habe ja Werbung für Clear Blue gemacht. Und irgendwie wurden die nicht positiv, also nicht mal annäherungsweise. Ich hatte ja auch erzählt, man soll zwar nicht auf diese Striche achten, die dort gezeigt werden, weil der Ovulationstest von Clear Blue ja eigentlich Smiley oder nicht Smiley anzeigt und das ist das, was zählt. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, als ich versucht habe, beim ersten Kinderwunsch schwanger zu werden, dass die Striche schon was bedeuten. Und dass je dunkler der zweite Strich wurde, ich auch immer näher an den Eisprung gerückt bin. Und jetzt war es so, ich habe getestet, ich glaube, ich weiß gar nicht, ab Tag 14 oder so, ab Zyklustag 14. Der Test war natürlich noch nicht positiv, das habe ich auch nicht erwartet, weil ich einfach immer relativ späte Eisprünge habe. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe letzten Endes den Frauenarzt nochmal aufgesucht, weil ich trotzdem immer noch irgendwie Schmerzen im Unterleib hatte. Das war, glaube ich, an Zyklustag 27. An Zyklustag 27, da wo andere schon ihre Tage kriegen, habe ich den Frauenarzt aufgesucht. Da hieß es, dass ich ein Follikel auf der linken Seite habe. Also so wie auch im ersten Zyklus nach Absetzen der Pille ist links wieder ein Leitfollikel gewesen. Und dieser Follikel lag bei 1,6 cm. Und sie meinte, dass der so in 2 bis 4 Tagen springen wird. Hat aber auch zusätzlich noch gesagt, dass sich ein bisschen Flüssigkeit im Bauchraum befindet, was noch von der vorangegangenen Zyste sein kann. Und dann dachte ich, okay, alles in Ordnung, wartest du jetzt ab und dann wird das hoffentlich. So, und dann hatte ich tatsächlich auch am Samstag am Freitag, 2 Tage nach dem Frauenarzttermin heftigere Schmerzen, woraufhin ich auch dachte, okay, dann hast du jetzt wahrscheinlich einen Eisprung. Ich habe das nicht mehr durch Ovulationstest versucht herauszufinden, weil ich habe den Follikel gesehen. Ich habe mir gedacht, okay, wir versuchen jetzt eh kein Kind zu bekommen. Das war jetzt nicht mega wichtig. Ich wusste, wir müssen aufpassen und dann war die Sache gut. Dann hatte ich, wie gesagt, 2 Tage später diese Schmerzen und die haben sich immer mehr gesteigert. Also ich denke, und im Nachhinein weiß ich es auch, dass 2 Tage nach dem Frauenarztbesuch mein Eisprung war. Und dann gingen 1 Tag später die Schmerzen los. Und zwar wieder so wie bei der Zyste. Ich habe euch das auch im letzten Video erzählt. Das waren relativ heftige Schmerzen, so ein bisschen wie Regelschmerzen, die aber auch ins Bein gezogen sind. Ganz, ganz unangenehm, nur auf der linken Seite. Und ich dachte, oh mein Gott, nicht, dass du schon wieder eine Zyste hast. Ich weiß, es ist jetzt eigentlich nicht mega schlimm. Im letzten Zyklus war das einfach eine Gelbkörperzyste, die so ein bisschen eingeblutet ist und die hat sich auch ganz normal zurückgebildet. Alles gut. Ich bin aber trotzdem zum Arzt gegangen. Einfach, ja, man möchte das einfach wissen, was los ist. Weil wenn man eine Zyste hatte, muss man da auch ein bisschen aufpassen, weil sich die Zyste ja so im Stiel drehen kann, beziehungsweise der Eierstock drehen kann. Ich fange mal ein bisschen alles bildlich zu erklären. Also, ihr habt ja euren Eierstock und da sind eure Follikel drin. Und ich hatte ja meinen Leitfollikel, der da drin war. Da ist das Ei rausgesprungen, zack,
Und dann ist das ja so eingeblutet. Und das war eine relativ große Zyste von 4 cm, die ich im ersten Zyklus hatte. Und dadurch kann es so eine gewisse Unwucht im Eierstock geben, also so ein gewisses Ungleichgewicht, weswegen der Eierstock anfangen kann, sich um seinen Stiel zu drehen. Ja, also der Eierstock ist ja mit so einem Trichter, mit einem Stiel verbunden, und er kann sich drehen. Und dadurch kann die Blutzufuhr im Eierstock abgeschnitten werden, dadurch kann der Eierstock absterben. Also es macht richtig heftige Schmerzen im Unterleib und es kann dazu führen, dass der Eierstock komplett tot ist, ja, und weggemacht werden muss. Also es ist schon eine sehr, sehr gefährliche Situation. Deshalb dachte ich mir, okay, lass es lieber abklären. Wenn du deine Zyste hast, möchtest du auch wissen, ob du eine hast. Und dann müsste man sich auch fragen, warum das auf einmal in jedem Zyklus passiert. Ich möchte dazu sagen, natürlich muss man nicht wegen jedem Pups zum Arzt gehen. Aber A, kenne ich meinen Körper inzwischen einfach sehr, 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 sehr gut. Ich habe neben dem Studium beim Frauenarzt gearbeitet. Ich habe im Studium medizinische Inhalte gehabt. Also ich kenne mich einfach ein bisschen aus. Und deshalb wusste ich, dass da was nicht stimmt. Letzten Endes wurde ich bestätigt. Der Arzt hat Ultraschall gemacht und hat sehr, sehr viel Flüssigkeit im Bauchraum gefunden. Es konnte keine Zyste gefunden werden, da war nichts, also es war keine Zyste da, aber es war viel Flüssigkeit im Bauchraum. Und man muss dazu sagen, durch jeden Eisprung wird Flüssigkeit frei, auch die in den Bauchraum läuft, in diesem sogenannten Douglas-Raum. Das ist ganz normal, weil das Ei rausspringt und dann wird Flüssigkeit frei. Alles gut. Mir war das aber wirklich sehr, sehr viel Flüssigkeit, so dass der Arzt wirklich schon gesagt hat, oh, das müssen wir nochmal kontrollieren, ob das tatsächlich weniger wird. Und Mädels, ich kann euch echt sagen, das waren wirklich schon starke Schmerzen. Ich bin echt nicht so anfällig. Ich habe Max ohne PDA bekommen, ich habe das alles hingekriegt. Und dann hat der Arzt auch gesagt, oh ja, wir wissen, warum sie so eine Schmerzen haben. Wenn man so viel Blut im Bauchraum hat, dann kann das schon mal passieren. Gleichermaßen, muss ich mir sagen, habe ich mir auch Sorgen gemacht, weil ich mich gefragt habe, wieso hast du auf einmal Blutungen im Bauchraum? Warum ist das so? Aber damals beim Kinderwunsch, ich hatte nie Probleme, wirklich. Ich hatte meine Eisprungsschmerzen, es war alles gut, es war immer alles in Ordnung, alles ist gelaufen. Er sagte zu mir, dass das mal sein kann, weil am Eierstock sind natürlich auch Gefäße dran, ne? Und wenn das Ei so mit nicht wenig Wucht, also das passiert schon durch eine Menge Kraft, rausplatzt, kann auch so ein Gefäß reißen und dadurch blutet es in den Bauchraum. So, ich habe jetzt hier meine Zyklus-App mal kurz in der Hand. Also, ich hatte am Zyklustag 29 meinen Eisprung. Das müsst ihr euch mal überlegen, so spät. Ich war am Zyklustag 33 beim Arzt und da hat er festgestellt, dass da sehr viel Flüssigkeit im Bauchraum ist. Und an Tag 36 war ich zur Kontrolle. Da hat er zu mir gesagt, dass die Flüssigkeit weniger geworden ist und dass das gut so ist, dass es wirklich auch ein Zeichen dafür ist, dass es wahrscheinlich wirklich tatsächlich vom Eisprung kam und ja, dass ich mich erstmal wieder entspannen kann. So, die Schmerzen wurden dann wirklich peu à peu weniger. Als ich Freitag beim Arzt war, waren die so gut wie weg. Also man hat bloß noch ein bisschen was gemerkt. Und dann wusste ich auch schon, okay, alles geht so seinen Gang. Und dann habe ich tatsächlich an Tag 43 meine Tage bekommen. Dazu möchte ich auch nochmal sagen, ich weiß, mir schreiben ganz, ganz viele von euch, ihr habt teilweise ein halbes Jahr nicht eure Tage, ne? Dagegen ist mein Gejammer echt so lächerlich. Ich verstehe das wirklich total. Aber ihr müsst einfach verstehen, wir wissen, dass wir noch Kinder bekommen wollen und mindestens eins. Und ich weiß, dass ich auch nicht mehr die Jüngste bin. Ich weiß, dass es bei Maxin länger gedauert hat. Was heißt länger? Auch da habe ich jetzt schon wieder ganz andere Geschichten gehört. Ich weiß, dennoch hat es mich damals belastet. Wenn man denn jetzt einfach so anfängt und sieht, dass die Zyklen schon 2 Monate oder 2 Zyklen nach Absetzen der Pille schon sich wieder so verlängern, dann macht man sich einfach Gedanken. Und ich glaube auch, dass das einfach menschlich ist. Dennoch muss ich sagen, war ich froh, weil wirklich genau 2 Wochen nach dem Eisprung meine Tage gekommen sind, was mir gezeigt hat, dass die zweite Zyklushälfte stabil ist. Das Einzige, was mich noch beunruhigt hat, war, dass der Arzt auch an diesem Freitag, von dem ich euch gerade erzählt habe, also 1 Woche nach dem Eisprung, die Schleimhaut mal gemessen hat. Und die war leider nur bei 7,4 mm. Und letzten Endes ist es so, dass die Schleimhaut mindestens 7 mm sein sollte, dass ich ein Ei da einnisten kann. Das sind auch immer wieder so, ja, Richtwerte. Es gibt auch Babys, die haben sich bei weniger Schleimhaut eingenistet. Und es gibt Babys, die haben sich bei viel mehr Schleimhaut eingenistet. Ich weiß, dass es ganz relativ ist. Und ich habe auch ehrlich gesagt gar keine Vergleichswerte aus der Kinderwunschzeit damals. Da habe ich nie nachgefragt, wie meine Schleimhaut so aufgebaut ist. Für mich ist es einfach auch so, ich habe einfach ein ganz, ganz dollen medizinischen Wissensdurst. Ich möchte das immer wissen. Ich finde das einfach mega interessant und deshalb habe ich nachgefragt, mir dabei gar nicht so viel gedacht und dann sagt er 7,4 mm und dann dachte ich mir,
Das ist jetzt nicht so toll. Fakt ist auf jeden Fall, der letzte Zyklus war 42 Tage lang. Ich habe mir wieder meine Gedanken gemacht. Vielleicht mache ich dazu auch mal einen Couch-Talk. Wenn ihr Lust darauf habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dennoch bin ich natürlich dankbar und glücklich, dass ich überhaupt Eisprünge habe. Im letzten Zyklus hatte ich einen nachweislich und jetzt auch wieder. Und das ist für mich immer die Hauptsache. Ich bin bei Maximilian damals an Zyklustag 21 oder 22, also da war mein Eisprung erst, schwanger geworden. Das hat ja trotzdem funktioniert. Trotzdem hoffe ich, dass wenn wir mit dem Kinderwunsch dann wieder beginnen sollten, dass sich das dann wieder so ein bisschen eingependelt hat und dass ja alles soweit in Ordnung ist. Zum Schluss möchte ich mal darauf zurückkommen, wie ich mich jetzt so fühle. Ich hatte euch ja erzählt, dass ich die Pille primär deshalb abgesetzt habe, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich irgendwie demotiviert war, dass ich psychisch einfach nicht so gut drauf war. Und ich kann euch echt sagen, ich fühle mich wie ein neuer Mensch. Jetzt schon nach ja, 2,5 Monaten, ne, fühle ich mich einfach wie neugeboren. Ich bin motivierter, ich bin einfach irgendwie, ich kann das gar nicht beschreiben, als wenn so die Lebensgeister in mich reingeflogen sind. Ich fühle mich weiblicher, empfinde meinen ganzen Körper anders. Ich finde es mega spannend zu sehen, wie die, wann die Eisprünge kommen, auch wenn es mich manchmal nervt. Noch geht es mir viel, viel besser. Ich habe kaum noch Kopfschmerzen, obwohl das Wetter draußen so mega warm ist. Und da hätte ich früher unter der Pille mega Kopfschmerzen gehabt. Was ich sagen muss, ist, dass meine Haut blüht. Das sieht man natürlich jetzt in der Kamera nicht so mega doll, aber es ist so. Ich habe immer wieder Schübe, wo ich Pickel an Stellen kriege, wo man sich denkt, da kann man sie überhaupt nicht bekommen. Hinzu kommt hier Haarausfall. Also ich sehe es jetzt hier schon. Man sieht das jetzt nicht, ich war frisch beim Friseur und bin frisch natürlich blondiert. Aber ich habe hier wieder Stellen und ich habe immer wirklich massige Haare in der Bürste. Und das ist schon eine Sache, die echt belastend ist. Aber ich denke immer, man kann einfach die psychische Gesundheit, die man hat, gegen nichts aufwiegen. Wirklich gegen nichts. Natürlich ist das belastend. Man möchte sich auch ja, optisch wohlfühlen als Frau. Und ich bin 32 Jahre. Natürlich, ich bin eigentlich in der Blüte meines Lebens sozusagen. Das ist natürlich blöd, wenn man dann seine Haare verliert. Und die wachsen ja auch nicht alle wieder so schnell nach. Ne? Dennoch bin ich optimistisch. Ich bereue es auch nicht, dass ich die Pille abgesetzt habe. Im Gegenteil, ich bin einfach froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Ich hoffe natürlich, dass wenn wir den Kinderwunsch wieder haben, ich euch ganz, ganz schnell was Positives berichten kann. Auch wenn ich sagen muss, dass mein Gefühl mir gerade sagt, dass es auch dann wieder ein bisschen länger dauern wird. Das war jetzt jedenfalls mein Zyklus-Update vom zweiten Zyklus nach Absetzen der Pille. Wie ihr seht, es bleibt spannend. Es gibt wirklich irgendwie immer was Neues zu berichten. Ich bin gespannt, was der jetzige Zyklus so hergibt. Wenn ihr noch Fragen zum Thema Pille absetzen, zum Thema Zyklus, zum Thema PCO habt, könnt ihr mir sie natürlich jederzeit gerne unten in den Kommentaren stellen. Ich versuche natürlich auch regelmäßig in den Couch-Talks so ein bisschen eure Gedanken mit aufzunehmen. Also jederzeit ganz viel Austausch unten in den Kommentaren. So, und jetzt verabschiede ich mich. Ich sehe hier auf der Kamera, ich rede 24 Minuten. Mal sehen, wie viel ich davon wieder rausschneide. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns ganz bald wieder. Und ja, habt es fein. Passt auf euch auf. Und bis bald. Ciao.